Die wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger. Und wir sind bei Platz 93, heißt Gitarre und Mundharmonika. Das trifft sich, denn ich spiele auch gerne mit der Mundharmonika, gleichzeitig auch Gitarre. Was man dazu braucht, ist zum Beispiel einen Halter für die Mundharmonika. Und da würde ich euch empfehlen, holt euch nicht so ein ganz billiges, wabbeliges Teil. Der Halter sollte eine gewisse Stabilität nämlich haben. Andere sind so dünn, dass sie sich in sich so verziehen, dass man im Grunde, wenn man den dann aufsetzt, den Halter, der wird hier fixiert an der Schraube, dann kann er nicht mehr nach vorne kippen. Wenn ihr so ein wabbeliges Teil habt, dann geht er teilweise so weit nach vorne, dass ihr wirklich keinen Druck ausüben könnt auf die Mundharmonika. Dazu wäre vielleicht die Frage zu beantworten, was für eine Mundharmonika eignet sich als Anfänger? Diese Bluesharps, das sind diese kleinen Modelle, die gibt es in verschiedenen Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Und es gibt auch Preiswerte, die schon für 5 Euro zu haben sind. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr anfangt, holt euch wirklich diese Preiswerten. Weil der Unterschied ist zwar da zu den teuren Hohner-Modellen oder auch anderen, aber man kann auf den Preiswerten erstmal super gut üben. Und vielleicht klappt es auch gar nicht, vielleicht macht es euch gar keinen Spaß, dann braucht ihr nicht 50 Euro für eine teure ausgeben. Was aber wichtig ist dabei zu beachten, wenn ihr jetzt gewisse Lieder begleiten wollt, nehmen wir normale Lieder, die eine Melodie haben, die wollt die Melodie darauf spielen, dann wäre das sehr wichtig, dass ihr die richtige Tonart kauft. Es gibt von diesen kleinen Ausführungen bei den Bluesharps diese Mundharmonikas in allen Tonarten. Das heißt, wenn ihr jetzt Anfänger seid, nach meiner Methode lernt, dann habt ihr erstmal D-Dur. Und dann sollte man natürlich auch eine D-Dur-Mundharmonika haben. Spielt ihr in anderen Tonarten, holt ihr vielleicht euch nochmal eine andere oder überhaupt eine andere. Und wenn ihr Blues begleiten wollt, das ist natürlich für den Anfänger jetzt nichts, dann braucht ihr sowieso eine andere Tonart, als in der ihr spielt. Wenn ihr zum Beispiel in E-Dur spielt mit der Gitarre, braucht ihr eine A-Dur-Mundharmonika, damit entsprechend die Töne, die im Blues ausmachen, auch zu hören sind. Das wäre nicht gegeben, wenn ihr dann die gleiche Tonart hättet. Die Mundharmonika wird so reingesetzt, ihr blast sie kurz vorher an. Übrigens kann man die Tonart immer erkennen, das ist beschriftet hier oben auf den Mundharmonikas, entweder hier vorne auf dem Metall oder an den Seiten, vorne oder hinten. So, die wird eingesetzt, indem ihr einmal reinblast. Hier ist der tiefe Ton und der kommt auf die linke Seite, von mir aus gesehen. Damit das hier auseinandergedrückt. Hier ist die Sperre, seht ihr so kleine Klammern, dass sie nicht durchgedrückt werden kann. Dann wird das so eingerichtet, dass ihr reinblasen könnt. Das wäre zum Beispiel jetzt etwas zu weit. Ohne zu halten kann ich jetzt reinblasen und ich könnte aber gleichzeitig wieder weggehen davon und singen. Das ist ja vielleicht das, was ihr möchtet. Wenn ihr weitere Fragen habt, Kommentare, schreibt mal hier unter das Video oder geht auf den Beitrag ins Forum. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao.